Yo Leute, willkommen zurück bei Tombi 2. Beim letzten Mal haben wir die Türme besucht und jetzt müssen wir zu der Hexe gehen. Aber bevor ich das mache, muss ich noch meine Klamotten wechseln und normal werden wieder. Wir haben, glaube ich, jetzt dieses Lachkrampf. Boah, da ist der Gletscher Bumerang. So, ich nehme den, ne? Den Eichhörnchen-Kostüm. Wow. Ich teste den mal. Alter Schwede. Jetzt muss ich nur noch hochkommen. Können wir abkürzeln hier? Ja. Können wir eigentlich. Ja, wenn Tommy mitmachen würde. Ah, jetzt macht er. Gut. Das ist gut, wenn man alle Sachen hat, Leute. Da kann man auch überall hin. Zum Glück bin ich nicht in den Türmen vorher gegangen, weil man muss die Sachen erst haben. Jetzt haben wir das ja gesehen. Besser gesagt, beim letzten Mal haben wir das gesehen. Ich sag, jetzt haben wir das gesehen. Nein! Alter, das war knapp. Yo, ich wollte schon sagen, dass nichts passiert. So, jetzt muss wieder... Lachen. Lachkraft brauchen wir. Da ist der Powerpilz. Hexe Misudos geheime Hütte. So. Anemonenasche bekommst du. Oh, das brauchte ich. Kann ich das haben? Du bist so lieb, Schätzchen. Gut, ich bereite das Gemisch zu und dann bekommst du etwas davon. Häckselgebräu. Ich habe anscheinend leider immer noch nicht genug. So kann ich das Gemisch nicht herstellen. Wenn du mir noch so etwas besorgen könntest, es war ja sehr lieb, dass du mir schon mal geholfen hast, aber jede Seeanemone gibt nun mal nur eine Portion, weißt du? Oh, du hast noch eine? Das müsste reichen. Einen kleinen Moment. So, die wird uns jetzt was mixen. Mone, Mone, Seeanemone. Popone. Seo, Seo, Anemone, Zunchaka. Okay. Ich muss das noch lesen. Da. Genau, Leute, das mit dem Puder. Genau, Hitzepuder erhalten. Hexengebräu fertig. Werden unsere Waffen stärker. Ja, jetzt sagt ihr das sowieso. Dieses Puder hat die besonderen Fähigkeiten der Seeanemone aufgenommen. Es schützt vor Hitze und Kälteschaden. Und es behält seine Kraft über jeden beliebigen Zeitraum. Für Abenteurer wie dich ist es genau das Richtige. Ach ja, die Art des Puders hängt davon ab, welcher Seeanemone man benutzt. Ja, wir werden beschützt von Hitze und Kälte, habt ihr schon gehört. So, jetzt machen wir das mit dem. So einen hast du auch. Du schleppst wohl gerne viel mit dir rum, was? Ja, normal. Hä? Das reicht noch nicht. Hast du nicht mehr? Wie Tommy reagiert. Oh, du hast noch eine? Das müsste reichen. Einen kleinen Moment. Mone, Mone, Seeanemone, Papone, Seo, Seo, Anemone, Tunchaka. Da. Kältepuder erhalten. Dieses Puder hat die besonderen Fähigkeiten der Seeanemone aufgenommen. Es schützt vor Hitze und Kälteschaden. Und es behält seine Kraft für jeden beliebigen Zeitraum. Die sagt immer das Gleiche, ne? So, was könnten wir jetzt noch machen? Ich schau mal.
Ja, das werde ich nicht machen mit der Bahn fahren. Das mit dem Eisbonbon könnten wir machen, schon mal. Krebskorb. Okay, habe ich das nicht gemacht? Ja, Leute, ist nicht mehr lange, ne? Ich glaube, das mit Nishiki-Flügel komme ich nicht mehr hin. Bekomme ich das nicht mehr. Ich denke, das geht nicht mehr, meine ich, Leute. Ich werde das jetzt versuchen. Und manche Truhen habe ich ja auch vergessen. Ist auch egal, Leute, weil 100% werde ich ja sowieso nicht spielen können. Wegen der Bahn schon. Und außerdem bei der Kuyara-Rinch muss ich ja noch zu der Waschanlage. Und das will ich auch nicht machen. Ich bin euch ehrlich. Weil... ist richtig nervig, Leute, die Aufgaben. Wenn ich das irgendwann machen sollte, dann mache ich das anders. Also wenn... ich werde das irgendwann nochmal spielen. So, geht nicht. Das Problem ist, wir haben am Anfang des Spiels, haben wir, glaube ich, schon direkt Scheiße gebaut. Ja, ich habe falsch gespielt, Leute, weil... ich habe die beiden hier... hier waren ja Eier. Ich habe das so gemacht, Leute. Dass, bei dem einen Ei ist ein blaues Koka-Vogel gewesen. Und bei dem anderen ein rotes. Und ich habe das so gemacht, dass ich die beiden rot gemacht habe. Das war das Problem, Leute. Das war das Problem. So, jetzt mache ich das so. Ah, ich muss mich normal machen, ne? Sonst geht das ja nicht. So. Ich werde noch die Eisbonbons hier noch machen. Dann haben wir doch fast alles. Oh, den Mutzauber. Genau, den Turm müssen wir auch noch holen, ne? Dann könnte ich den Turm noch holen gleich. So. Erstmal müssen wir normal werden. Ja, richtig schade, Leute, aber... kann nichts dafür, ne? Ich habe das ja versucht. Ihr habt das gesehen. Ist schwer zu holen. Ist... ja, ist eigentlich ein Verarsche, wenn man so überlegt. So. Ja, ich muss wechseln, ne? Erstmal schnapp ich mir den. Ne, mit dem nicht, mit dem ja. So. Verwandeln wir die mal. Darf ich mal diesen Apfel mitnehmen? Dankeschön. Und ich muss gleich den Zauber benutzen. Oder ich kann noch einmal zaubern. Werden wir gleich sehen. Autsch. Nein. Hä, so kann ich die zaubern? Ach so. Ja, der Zaubermeter ist ja nicht voll, deswegen. Und dann frage ich mich, warum ich nicht zaubern kann. So, das reicht doch nicht. So, wie viel haben wir jetzt? Wartet, erstmal muss das weg. Die Anzeige. So. 23. Wir hatten 7 abgegeben. Ich glaube, jetzt könnten wir... endlich das machen. Dann habe ich noch... oh, die Türme, ne? Den einen Turm habe ich ja geholt. Jetzt muss ich nur noch den letzten holen. Den Weisheitszauberturm. Also den Turm der Weisheit. So. Erstmal zum Zirkusdorf. Ich weiß nicht, ob ich das zum finalen Part machen soll, Leute. Ich denke nicht. Wir machen den nächsten Part. Ich glaube, der nächste Part wird der finale Part, denke ich. Es ist nicht mehr lange, Leute. Deswegen. So, wohin jetzt mit mir? Ja, genau, dahin. Oh Mann. Schon den Weg vergessen. So, mit dem müssen wir reden. Ich glaube, ich ändere meine Kleidung schon mal, ne?
Also Wochenlatz ja nicht mehr. Den Eichhörnchenkostüm. Oh, Eisbonbons. Danke, du hast mir welche mitgebracht. Bring noch mehr Eisbonbons, 30. Sammle Eisbonbons, fertig. Hier, für dich, auch welche. Das ist eine Schweinekugel. Damit kannst du Anhänger der bösen Schweine treffen und sie in kleine Schweine verwandeln. Ich hab's, selbst die benutzt. Zu unheimlich, okay. Aber wenn es paar kleine Schweine gäbe, könnte man sie für ein Zirkuskunststück gebrauchen. Gib den Schweinen die Kugel. Alter. Ja, Leute, ich weiß schon, was wir für eine Aufgabe machen müssen. Wir müssen alle Schweine finden und sie verwandeln mit dem Schweinekugel. So, dann fangen wir mal direkt an. Aber erst könnt mir den Turm noch holen, ne? Jo, erstmal hol mich mir den Turm. Der ist ja bei Donglingwald. Der tiefe Wald. Wir können erstmal den Turm holen und danach die ganzen Schweine. Ich glaube, dann gibt es keine Aufgaben mehr, ne? Denke ich. Doch, da gibt es noch Aufgaben. Mir fällt das jetzt gerade ein. Das werden später dann Aufgaben noch kommen. Ich hoffe, dass die Aufgaben dann erscheinen, ne? Weil wenn nicht, dann muss ich das Spiel dann beenden. Früher. Schade. Ist nicht mehr lange, Leute. Richtig traurig. Weil, habe ich ja schon euch gesagt, das Spiel ist ja mein Lieblingsspiel gewesen. Also ist eigentlich auch schon mein Lieblingsspiel, ne? Ah, da ist noch eine Truhe, den könnte ich mir auch noch schnappen gleich. Und ein AP-Box. 1 Million. Ich glaube, ich habe jetzt alle, ne? Da könnten wir auch noch hin. So, erstmal. Weisheitszauber. Ja, ich habe noch ein paar Sachen zu erledigen, Leute. Legendärer Turm der Weisheit. Ja, die Tür ist offen. Legendärer Turm der Weisheit, fertig. So, ich habe kurz was getrunken, deswegen konnte ich das nicht lesen. So, hier habe ich das auch nie gemacht, ne? Wenn ich da liege. So kommen wir hoch. Ich glaube schon, dass ich das hier gemacht habe, aber am Anfang, wo ich das gespielt habe als Kind, wusste ich das nicht hier mit den Platten. Auch besser gesagt mit den Waffen, ne? Nicht die Platten, sondern die Waffen. So, ich glaube, rüber muss ich fliegen. Ich glaube, ich habe das schon in Erinnerung. Ich mache das, glaube ich, richtig. Wir müssen erstmal ganz hoch. War falsch. Ach du Scheiße, wir müssen nach rechts. Egal. Alles habe ich noch nicht im Kopf. Ah, hier ist das. Zum Glück habe ich die Waffe dabei. Und hier ist das drinnen, ne? Jo, der Hakenstern. Der stärkere, der beim ersten Spiel auch war. Bei dem ersten... Wie hieß der nochmal? Tombi 1 meine ich. Da hieß der doch anders, ne? Morgen, irgendwas mit auch Morgensternhaken oder so. Hab ich vergessen, Leute. Egal, der ist aber richtig mächtig, Leute. Weil mit dem kommen wir überall hin, glaube ich. Das Problem ist nur, man braucht den anderen Hammer, diesen Flammenhammer, sonst können wir den ja nicht bekommen. Das haben die wirklich nicht gut gemacht. Ich sag euch auch, warum die das nicht gut gemacht haben, weil hätten wir das am Anfang bekommen, weil das Spiel ist fast Ende
und dann bekommen wir die Sachen später. Das ist auch nicht gut. Was wollen wir jetzt mit den Sachen? Das ist die Frage, ne? Deswegen, Leute. Das haben wir deswegen ein bisschen scheiße gemacht. Gebe ich zu. Ansonsten ist das Spiel richtig gut. Ach, da drüben war das. Bin schon falsch geflogen. Ja, die EPs hole ich mir nicht mehr. Ah, die Truhe könnten wir noch holen. Ist die Truhe jetzt unten? Oder da drüben? Ja, komm, soll ich die Minder noch holen? Wenn ich die schon sehe. Yo! Ey, ist nicht jetzt den Scheiß ernst, Tommy? Game over. Egal, Leute. Haben wir es bekommen? Ja. Das ist das Wichtigste. Oh Gott, wo wir anfangen, ne? Wo wir anfangen, ey. So, ich kann jetzt das mal sortieren wieder hier. Ist besser. Weil brauchen wir die Weisheitszauber ja gar nicht mehr. Ja, ich hol das nicht mehr. Was könnten wir denn noch machen? Genau. Ich habe das jetzt vergessen, ne? Hier ist ja einer. Den hole ich mir mal, wenn ich schon hier bin. Wir müssen ja die Schweine sammeln. Da war einer, aber ich hole mir den lieber, ne? Ach, so kann ich ja auch wechseln. Haben wir den ersten. So, Anfangsdorf muss ich jetzt auch hin. Jetzt sammle ich erstmal die hier ein. Dann kommen hoffentlich die anderen Aufgaben, die ich von euch gerade, also die ich gerade gesprochen habe, von denen Aufgaben. Red schon wie so ein Roboter. So, das ist der nächste. Kleines Flugschwein. Der andere war das Geisterschwein. Ich will mal kurz rüber. Ich habe mich, glaube ich, treffen lassen. Schade, dass ich diese Aufgabe hier nicht machen kann, ey. Ich glaube, schon deswegen werde ich das nicht 100% spielen können. Ja, ich habe am Anfang falsch gemacht alles. Hätte ich lieber erst nachgeschaut und dann gespielt, ne? Aber ja, lieber blind spielen und alles erfahren und danach spielen, ne? Vielleicht spiele ich das ja privat. So, mal schauen. Weiter geht's. So, zum nächsten Ort. So. Hier war, bei Donglinwald waren wir und da waren wir. Und hier gibt's auch einen. Ja, bei Bahneingang können wir auch. Weil da waren die Schweine. Ich weiß nicht, Leute, ob ich das Spiel beenden soll, weil das Problem ist, ja, habe ich ja vorhin auch gesprochen, sogar dreimal jetzt. Das Problem ist, dass wir das hinbekommen. Hä, wo ist der hin? Okay. Ist mir auch noch nie passiert, ne? Kleines Flammschwein erhalten. Mit dem Aufgaben meine ich, Leute. Ich habe ja den Thema jetzt gewechselt. Ich meine mit dem Aufgaben, die letzten Aufgaben. Ich denke schon, wenn man alle Aufgaben erledigt hat, dann kommen die. Mal schauen. Weiß ich jetzt nicht mehr. So, Kuyara Ranch. Da waren die noch, ne? Ich glaube, vielleicht mache ich den Part jetzt, den finalen Part. Mal schauen, Leute. Wenn die Aufgaben nicht kommen, ist das der finale Part dann hier. So, den haben wir jetzt auch.
Uns fehlt noch einer, ne? Wassertempel, genau. Der letzte. Das hängt von den Aufgaben ab, Leute. Ich will jetzt nicht mehr darüber reden, ne? Die ganze Zeit rede ich schon davon. Da ist einer, aber dem komme ich, glaube ich, nicht. Ja. Der steht auch richtig scheiße. Vielleicht mache ich das anders. Mit dem Schwimmanzug ist das viel besser bestimmt. Getroffen. Ja, aber trotzdem bin ich gegen meinen Tisch geknallt, ey, wo ich den getroffen habe. So, hab den. Jetzt haben wir alle, ne? Ich denke, wir haben alle. Weil da ist keiner mehr. So, Zirkusdorf. Wir gehen direkt zu dem Typen. Da ist er. Trifft die Anhänger der bösen Schweine mit dem Schweinegeschoss, um sie in kleine Schweine zu verwandeln. Muss ich das jetzt extra abgeben oder was? Ja. Er will das extra so haben. Ich dachte, man muss ja ansprechen, dann geht das von alleine. Hä? Kleine Schweine? Das ist toll. Das kann man mit dir kaum übel nehmen. Das kann man dir kaum übel nehmen. Gibt es noch andere, die kleine Schweine? Ja, es gibt noch andere. Okay, der sagt das Gleiche. Ja, nochmal. Er fragt jetzt noch einen. Hä? Kleine Schweine? Sagt er immer das Gleiche? So, jetzt kann ich die Kunststücke aufführen, die ich immer machen wollte. Gebt den Schweinen die Kugel. Fertig. Euch zeige ich sie zuerst. Ich weiß natürlich nicht, wie gut es klappt. Mach mal. Yo, ho, ta. Geschafft. Ihr habt mich inspiriert. Ich bin so froh. Hier, für euch. Die geben nur EP, ey. Ich muss los, es den anderen zeigen. So, jetzt kann ich mal nachschauen, ob das wirklich geklappt hat, dass jetzt überall jetzt die aufgetaucht sind. Nein, da war Anlage, ne? Boah. Falsch gegangen. Egal, dann gehen wir von links aus, gehen wir dann runter, ne? Schade. Ich hab das falsch gemacht. Also falsch. Wir müssen in der Kuyara Ranch Anlage kommen und nicht Gipfel. Egal, ich werde jetzt nachschauen, ob die wirklich gekommen sind. Von denen ich gesprochen habe. Die ganze Zeit rede ich davon. Wenn die Aufgaben gekommen sind, dann ist das perfekt. Dann können wir das auch machen. Oh Mann, ey. Geht einfach weg. Nerven die. So, hier muss da einer sein. Einer von den Aufgaben. Ne, ist nicht.
Ja, dann. Richtig, dann mache ich den Part dann. Also, besser gesagt, dann wird das der finale Part. Ich wollte schon überlegen, was rede ich da? Ja, die kommen nicht, Leute. Ich glaube, die kommen dann, wenn man alle Aufgaben erledigt hat. Dann kommen die Aufgaben. Die anderen. So, wohin muss ich jetzt? Ich glaube, das wird der finale Part, Leute, weil das nicht mehr dann lange geht, ne? Oder soll ich den Part beenden? Dann wird der nächste Part dann nicht, dann kurz, sagen wir mal so. Machen wir so, komm. Ich speichere hier. Hallo, Tombi. Egal, ich speichere schon mal. Das war's mit dem Part, Leute. Wir sehen uns dann bei meinem finalen Part dann wieder, Leute, wenn es wieder heißt Tombi 2. Ciao, Leute.